So, und weiter geht es mit Sodeki, wo wir gerade vor dem Thronsaal stehen. Hoffe ich, dass es der Thronsaal ist. Jedenfalls zeigt uns die Quest an, dass hier der Punkt ist. Und dann gehen wir auch schon rein. Genau, da müssen wir lang. Epische Türanimation. Always full of farmers prattling on about how much tax they pay or some such nonsense. With your firm and steady hand at the top. Yes, or worse still, are those fawning diplomats sucking up to mother in hopes of a knighthood. The royal court thanks you for your kind words. Is this the last one? Yes, ma'am. Now to Elko's progress report on the Crystal Towers. The work is on schedule, ma'am. When the machine is completed, we'll be able to store enough magical energy to safeguard our kingdom for generations. We have one tower up and running, but the other three remain dormant as yet. We urgently need to acquire three large crystals, and it seems that the village of Shadani Mo contains one of sufficient size. The crystal is not his to take. May I present Buki from the Shadani Mo Warrior Council? They have some reservations... worries about our request to take the Shadani Crystal. The stone is sacred and cannot be moved. It will launch a plague of demons if it falls into the wrong hands. Buki, the machine is designed to protect and serve not just Illumina, but all of the Bright Empire, including Shadani Mo. These are not the wrong hands. The crystal must stay within the temple. She really needs to watch her tongue. I can see black clouds forming around Mother's head. You would put the safety of Shadani Mo before that of the rest of the Empire? When we asked Illumina to help fight the demons in our temple, you ignored us. But now that you covered our crystal, we're supposed to be allies. Illumina is also plagued by monsters and raids by the Eklorian troops. I believe they're linked in some way. Surely you recognize the grave danger we all face. I must return to my people. Our situation has worsened these last few weeks. The Shadani must fight alone. We will not bargain with our heritage. Elko, follow her. Things will get worse for the Shadani, and soon they will be forced to give us the crystal. Take young Tal with you as your personal guard. Also ich muss sagen, die Synchro war im Deutschen viel besser. Elko, do not return without that crystal. Oh, he was no sooner here than he's gone again. Looks like you're not going to see your soldier boy for a while then. Still, I'm sure Buki will keep him occupied. Nonsense. I think I shall arrange a royal visit to Shadani Mo. And you can keep quiet, or I'll send you back to that dreary little village of yours. Oh, I'm saying nothing. It's up to you if you want to run the risk of upsetting the Queen by running off into the wilds. I'll have none of it, especially after you left me high and dry in New Brightwater the other day. I might have been killed traveling back alone. So, neuer Auftrag. Was haben wir denn für einen Auftrag? Bevor Auftrag wir Level Up verteilen. Und schauen wir. Auch wenn sie damit den Zorn der Königin heraufbeschwören muss, Eilish Tal nach Süden nach Shadani Mo folgen. Verlass die Burg und reist durch die Grafschaft Perm im Hinterland Illuminas. Achtet auf Wegweise nach Shadani Mo. Wenn ihr die Orientierung verlieren solltet, richtet euch einfach nach dem Pfeil auf der Navigationskarte. Sehr schön, danke. Und so darf ich jetzt alleine
rumgeistern, ohne irgendwie Hilfe und so. Na toll. Dann probieren wir es. Aber ich glaube, wir können ja trotzdem noch ein paar kleine Sachen machen. Da hinten konnten wir, glaube ich, was entzaubern. Nicht verzaubern. Für eine weitere Kugel. Das Rätsel auf der anderen Seite hätte ich eigentlich auch schon längst machen können, aber... Kugel der Weisheit, die heben wir uns natürlich wieder auf. Ansonsten ist hier nichts weiter. So. Gönnen wir uns mal noch eine Runde Gasthaus, damit die FP und HP wieder voll sind. Na? Welcome to Coopstown. Ja, bieten ein Zimmer. Danke. So. Vollständig erholt, dafür sind halt die Gasthäuser da. Zum Erholen. Was wir hiermit getan haben. Oha. Muss ich dann mal noch ganz kurz schauen, ob wir hinten schon rüberkommen. Ja, das können wir sogar jetzt schon machen. Dann sehen wir die rote Tür, wo wir den Schlüssel von den Kindern bekommen haben. Und dafür war der Schlüssel nämlich gedacht. Ein bisschen Stuff drin. Der Turm ist ziemlich düster. So, Kiste. Was haben wir denn da so Schönes drin? Kugel der Kraft. Glaube ich, die war eher für Tag. So, ein Tagebuch. Toll. Als ich mich immer weiter von der falschen Schlange entfernte, die vorgab, zu meiner Familie zu gehören, begann ich mich nach einem Ende der Spekulation der Omnium-Zeugen zu sehen. Ich begab mich mit Hilfe des Steins nach Eskelia. Ohne Zweifel war ich der Auserwählte der Legenden. Und nur ich konnte die Verschmelzung verhindern. In diesem Moment wurde mir enthüllt, wie mein Meister zu neuer Macht gebracht werden konnte. Ich wurde der Sendebote Haigus und versprach in seinem Namen denjenigen ewiges Leben, die zu schwach oder zu selbstsüchtig waren, um zu erkennen, dass sie an ihren eigenen Untergang mitwirkten. Jetzt konnte ich es nicht zu Ende lesen. Mann. Ja. So begann mein Opfer mit der Zeit mir zu trauen und damit wurde ich zum Auge von Illumina. Okay. Das war ein Eintrag von Talos. Was wir jetzt erfahren haben, ist, dass es einen weiteren Nachkomme von Haigu gibt. Beziehungsweise von Haigu ein Nachkommen gibt. Und Haigu ist natürlich nicht gerade einer von den guten Göttern, weil
Plattenspiel und so, Haigu, der böse Gott und ja. Und natürlich wurde auch etwas gesagt von der Auferstehung verhindern. Leute können sich jetzt natürlich sehr viel denken, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde nichts dazu sagen, weil das sonst einfach ein bisschen zu viel spoilern, oder? Sollte man sich das schon etwas selbst die Meinung darüber bilden? Oh, ansonsten, was haben wir jetzt, was wir für Eilish benutzen können? Seht natürlich die Energie, die der Stärke brauchten wir für Tal eigentlich. Aber ja, Tal greift ja auch mit Fertigkeiten an, da ist das eigentlich schon in Ordnung. Ansonsten haben wir soweit alles, zur Not noch einen Schutzrahmen für die Effekte von uns runternehmen. Immer die Rüstung, edle Gewand aus feinster versauberter Seide. Und hier sehen wir nochmal die ganzen Mobs, die wir getötet haben. Toxic Vito. Droppt natürlich die Moskitostache. Vogelscheuche. Und Wertgegenstände. Haben wir den Schlüssel sogar noch? Und ansonsten noch eine Adlertote. Viel kann man jetzt nicht machen. Wie viel Gulden haben wir eigentlich? 1,6, okay. Kann man ja auch im Überblick behalten. Jetzt läuft es auch gerade wesentlich wieder flüssiger. Jetzt dürfen wir natürlich wieder den ganzen Weg von der Burg hier runter rennen. Wird natürlich später mit dem Gerenne sich A nicht bessern und B wird es ein bisschen Abkürzungen geben. Immerhin. Königsstraße. Natürlich gibt es hier einige Bereiche, die man nicht betreten kann, was ich schade finde. Gern mal da reingewackelt. Oh naja. Und natürlich kommen hier in den letzten paar Momenten noch Gegner. Ja, mal so ein bisschen auf. Oh, ihr Spiel. Hey. Und es formen natürlich immer noch welche nach. Nein, lass mich. Natürlich vergiften die. Mann, wieso spawnen so viele nach? Lass mich da einfach in Ruhe. Ich mag keine Fledermäuse. So, geschafft. Die Dinger von den Dingern bekommt man natürlich auch so gut wie keine XP. Das ist total nervig eigentlich. Die sind voll überflüssig. Aber wir haben natürlich auch schon wieder Vogeldeutsch. Und es lag, nein. Hier vorgedrückt. Verschwinde. Machen wir es mal ein bisschen einfacher. Die dürften jetzt theoretisch alle vier oder drei
Nee, 4. Und bestimmt einer ziemlich nah dahinter. Hat man sogar das Vogel zwitschern. Aber naja. Sogar die Schiebewege sieht man ja. Wenn man das hätte schieben können. Schon irgendwie merkwürdig aus. Grafschaft. Ja, wir kommen ja sogar durch. Sehr schön. Und wir können ja Schafe haben spielen. Wobei ich das früher nie wirklich gerafft habe mit den Schafe haben. Beziehungsweise ich habe es nie hinbekommen. Ich glaube, ich muss immer 100 Gulden setzen. Okay, probieren wir es. Natürlich alle Schafe dort hinten reinbringen. Und deswegen bringen wir erstmal alle so ein bisschen in Position. Laubschaf. Oh, mit den Lex ist das echt böse. Cool. Must be beginner's luck. Use your prize. Come back sometime and give me a chance to reclaim my losses. Das hat gut geklappt. Das hat jetzt echt gut geklappt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Früher sind mir die Schafe immer bis hier vorgerannt, weil ich an dem einen nicht vorbeigekommen bin und dann ist das hier reingewackelt und dann habe ich es nicht mehr rausbekommen. Ja, Mann. Ich könnte Schafhirte werden. Kein Let's Player, sondern Schafhirte. Auf jeden Fall. So, wir kommen langsam in den Canyon. Und... Geister Canyon, genau. Und natürlich, was kommt besser für Hunde als ein Canyon? Ja, was ist besser für ein Canyon, dass da Hunde drin sind? So, der Anführer tut ihn natürlich buffen, aber wenn man den tötet, kriegen die einen Debuff drauf. Und die blocken nicht. Das meine ich halt. Mit Fernkämpfer ziemlich okay. Man kann halt die ganze Zeit den Mist dodgen. Beziehungsweise einfach nur kiten. Das ist eigentlich schon echt ziemlich hart. Klappt ja auch noch ziemlich gut, das ist ja das Geile daran. So. Aber wir wären jetzt auch schon wieder so gut wie mit dem nächsten Part fertig. Schauen uns mal hier noch die Ecke an. Steht da? Renner der Shadani. Ah, wieder ein Totem von Mophiliade. So.
Das war's auf jeden Fall wieder mit unserer netten Runde Sodeki. Unsere Prinzessin ist allein im Canyon und hofft, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, um sie zu begleiten, ihr beizustehen in diesem düsteren Canyon, wo wir gerade drinnen sind und von Wölfen verfolgt werden. Und bis auf zum nächsten Mal.